Wir teilen einen Atem. Soweit auf dem Hochweg sieht man nicht viele Fremde. Naja, außer denen. Lust auf einen Temtem-Kampf? Denen sind wohl wir, wa? Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Temtem. Was ist er denn? Sind wir noch beim Citeria. Wie ging es weiter? Citeria? Ach, kacke. Weiß ich nicht. Jedenfalls entweder Riesenbanyan oder Anak-Vulkan. Eins von beiden. Ich steig irgendwann da immer noch nicht durch. Genau. Die Übersetzungen sind halt noch ziemlich fail. Ja, ich gehe mal auf Kettenblitz. Das ist schlecht. Ja, okay. Das ist schlecht. Dann gehe ich auf Gleichstromstahl. Jawohl. Da sind wir beide weg. Oh. Und die Erfahrung geht wieder ins Nichts. Nice. Nichts. Geil. Hast du so dumm gemacht, einfach nur. Das ist richtig, richtig ungünstig. Schade. Dann mache ich jetzt Typho weg, hoffe ich. Ich bin nicht effektiv gegen den anderen. Oh ja. Super Attacke verschwendet. Gut, gegen Banner habe ich jetzt auch nichts gebracht. Ja, gut, aber Typho hätte ich damit weggemacht. Definitiv. Hast du doch gerade. Ja, ich meine vorhin schon. Jetzt. Egal. Also ich mache jetzt auf jeden Fall das Rechte weg. Okay. Mal gucken, wie viel Piegepick an Schaden bekommt. Ui. Ja. Ich hab mich leider nicht vorher gelassen. Null. Eins hat er noch. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Sieht das nur so aus? Oh nee, okay. Das waren die, die halt eben drinnen waren. Das war beeindruckend. Okay. Ja, Moment, ich benutze mal meine Essenz. Ja, mach ich auch mal. So. Wer weiß, was hier noch. Oh, okay. Entspannte Fruchtpflückerin ist das. Hey, hi! Was soll ich. Lust auf einen Kampf? Ach, besser als zu arbeiten. Also warum nicht? Ah ja. Okay. Haben auch einen Baum da, den sie pflücken. Ja. Na gut, dass ich Ganki vorne habe. Ja. Bin wieder im Nachteil, aber ist mir jetzt egal. Weiß ich schon wieder. Ist echt heftig. Boah, es ist gar nichts ab, obwohl es effektiv ist. Da werden wir noch ein bisschen einstecken müssen. Oder du. Ah, jetzt ja. Ja, ist ja gut, ey. Ciao. Level up. 25. Nicht übel. Jetzt ist es aber höchste Zeit für ein Nickerchen. Hä? Okay.
Erst nicht arbeiten, dann auch pennen. Ja, eine spannende Arbeit. So, da sitzen zwei, gucken sich so schön Aussicht an. Sind die verliebt? Ich denke mal. Sitzen so dicht beieinander. Aha, der Aufstieg zum Riesenbanyan. Oh, warte mal kurz. Hölzerner Koloss von Rodas. Warte mal, noch nicht. Okay. Nur für alle Fälle, dass die uns jetzt... Ja. Carlos. Bei der Silaro. Paven, was tust du hier in Omninesien? Carlos, was tust du hier? Weiß ich nicht mehr. Das ist vertraulich, Kumpel. Ich arbeite an einem Fall, wie du dir vorstellen kannst. Das Versteckspiel mit den Ball... Was? Belsotos betreibe ich ja nicht zum Spaß. Ein Fall? Was für eine unerwartete Wendung im Fall. Aber hey, ich kann eine glückliche Fügung gut gebrauchen. Ich schätze, dir kann ich vertrauen. Immerhin hast du Clan Belsotto zu Hause aus der windgewandten Festung vertrieben. Ach, der war das. Ah. Aber ich muss dich warnen. Das hier könnte knifflig werden. Bist du bereit für ein wenig Action? Klar, lass mich ein paar Belsotto-Hintern treten. Also, so sieht's aus. Der Belsotto-Clan hat sich dort unten im Riesenbanyan verbarrikadiert. Ich weiß, dass sie etwas planen, aber mehr nicht. Dieser Ort ist eine natürliche Festung. Es ergibt also keinen Sinn, sich mit den Rüpeln anzulegen. Wir haben ohnehin keine Chance, in den Riesenbanyan einzubrechen. Zumindest, wenn wir keine mittelgroße Armee auf unserer Seite haben. Also, was tun wir? Benutze dein Gehirn, mein Bester. Hör zu. Ich beobachte sie seit einer Weile. Alle 6 Stunden findet ein Wachwechsel statt. Wer nicht im Dienst ist, wird zur Erholung weggeschickt. Ich glaube, sie gehen alle zu einem kleinen Teich nahe des Hängewegs, um zu baden, um sich zu entspannen. Das sollte ein guter Ort sein, um sie zu überraschen. Hängeweg? Wo ist das? Es ist ganz weit in Unteromninesien, einer wilden Region. Ja, da kommen wir doch nicht weiter. Ja, ein weiter Weg. Und ich hoffe, du hast keine Höhenangst? Sobald du da bist, such irgendetwas, das wir nutzen können. Vielleicht einen Schlüssel oder ein Passwort, eine Geheimtür, irgendetwas. Geh zum Teich, finde etwas, komm zurück. Genau. Übrigens, das hier wirst du vermutlich brauchen. Aha! 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 Schon eine Genehmigung, unter Omninesien zu betreten. Die Hani hat sie unterschrieben und Carlos hat sie dir gegeben. Das würde helfen, unter Omninesien zu betreten. Eine Erlaubnisschein von Tihani? Ja, man könnte sagen, ich bin ein einfallsreicher Mensch. Mhm. Also, dann triff mich hier, wenn du fertig bist. Ich muss hier ein sehr gesprächig auf. Ich muss hier ein Auge drauf werfen. Er macht Auge. Wer kommt, wer geht. Ich habe die Vermutung, eine gewisse Dame wird bald auftauchen. Geh jetzt. Wahrscheinlich Lady Lottie von bla 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 zu bla 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 von bla bla bla. Jo. Gut, dann gehen wir mal nach Unteromninesien. Das ist... Ah, oben rechts ist die Gondel, ne? Mhm. Ah, gut. Dann mache ich hier mal kurz Pause. Dann gehen wir nach Ulterior Omninesia. Hängeweg. Okay, jetzt sag doch nicht mal Halt, Stopp. Was ist los? Okay. Ui, ui, oh. Kommen wir hier weiter? Nee. Ah, geht nicht ohne Schlittschuhe, okay. Ja, hier kann man sich heilen. Sehr gut. Okay, dann geht's wohl hier weiter. Haben wir schon eine Karte auf? Ah, ja. Da und dann dahin. Oh, Alter, ist das riesig hier. Okay. Das ist eine Frau. Mau. Mau eine Frau. Ha! Ja. Ha, ich kämpfe nur gegen echte Bändiger. Ich bin nicht wie Sony oder Sony. Ich meine es ernst. Das ist wahrscheinlich der, der rechts steht. Ach so. Ist doch ein Kerl? Man weiß es nicht. Das ist ein Kerl. Okay. Ja. Ich gehe auf Wiplump. Wiplump. Ui. Aua. Seit wann gehen die auf mich? Na, unverschämt. Okay.
Okay, ich war effektiv gegen den, wusste ich gar nicht. Gut. Hä, dann ist der Wasser oder was? Anscheinend. Wasserflug. Ah, okay. So wissen. Level up. Ja, dann wechsle ich mal raus. Könntest du eigentlich auch machen, auf Seipat. Ja. Das von vorhin noch? Ich muss sagen, die Musik ist schon entspannend. Ja. Auch wenn es immer dieselbe ist. Bis jetzt nervt sie mich noch nicht. Bis jetzt. Bis jetzt, na hui. Das war voll klasse. Dann hatten wir mit den Sonnen als Währung ja echt recht. Ja. Ist ja wirklich irgendwas mit Sonnen. Das ist aber eine Frau. Ja. Tuifu, ach die Namen. Tuifua. Wenn er sich dem Fall von Tuifu schweig und kämpfe, du Dingens. Tuifu. Genau. Ja, kämpfen wir. Na gut. Na, Reize. Ach, ich hab's nicht mit diesen ganzen komischen Wörtern hier. Kannst auch direkt rauswechseln. Genauso wie ich. Alter, was ist er für eine geile Fähigkeit. Setzt den Speed einfach runter, das ist ja geil. Uncool. Also, für uns uncool. Im Moment. Ja, ist ja egal, wo wir eh rauswechseln. Aber trotzdem ja. Eine coole Fähigkeit. Na gut. Aber. Hast du gedacht? 31. Oh, auch immer heftiger. Mhm. Na, ist echt gut, dass wir trainiert haben, sonst wäre das echt kritisch. Ja. Das hätte nicht geklappt. Erschreckend wenig EP dafür, dass das so hoch Level war. Das stimmt. Fahrt ohne Wiederkehr. Langer Umweg voraus. Och. Lol. Fololini. Fololololo. Sind das beides Mädchen? Ja. Doch schon, ne? Es erfordert einiges an Mut, um diesen Fall zu wagen. Du wirst, es war nur aus Versehen, du wirst einen interessanten Gegner abgeben. Aber ich bin doch nur versehentlich hier runtergefallen. Du redest zu viel, Dingens. Wir sind hier, um besser mit Temtem umzugehen. Nicht um jeden zu loben, der hier landet. Hey, du da, Temtem los! Fololini. Herrje, sei mal nicht so streng. Schade. Ach, ich will endlich ein Feuer-Temtem haben. Aber das ist ja dann auch wieder doof, weil die Teams ja auch gesplittet sind, ne? Ja. Entweder müsste ich Oceara rausnehmen oder du Seipat, weil die noch getrennt sind. Aber Seipat kann halt vieles. Aber Oceara ist halt stärker, mit dem Wasser zumindest. Ja, schwierig. Ja, weil ich nehme das raus, was ich jetzt. Oder ich nehme das blöde Pflanzen-Pokémon raus. Das hat bis jetzt kaum was. Das hat bis jetzt kaum was gebracht. Ja, oder das. Ja. Pokémon sag ich schon. Temtem, meinte ich natürlich. Es heitert sich gegen aus. Was? Ich guck nochmal kurz. Gegen was denn Natur noch effektiv? So. Ich gehe aufs Rechte. Okay, ich bin aufs Linke gegangen. Gehe ich aufs Linke. Natur ist effektiv gegen Wasser und Gestein. Aber gegen Gestein ist halt auch Wasser. Ja, ja, dann können wir die Natur brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir überhaupt schon Gestein gesehen? Nee, ich glaube nicht. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Taifu. Ich gehe jetzt auf Spriole. Ja, dann schläfere ich das Taifu ein.
Und ich würde. Ja. Ciao. Ja, es halt, fand es halt effektiv gegen was auch immer ich bin. Wasser. Wasserkampf, weiß der Geier. Ja, dann Crystal. Da, jetzt ist gut. Jetzt habe ich wieder mein Dings verschwendet. Dann geht doch aufs Volle. Oder frag vorher. Oh Mann, ey, warum unbedingt Feuer? Verdammt nochmal. Ja, bringt nichts rauszuwechseln. Ja, ich kann nicht rauswechseln. Okay. Greife ich an oder schläfe ich eins ein? Ja, ich greife lieber an. So ein Schläfern bringt nur eine Runde. Oh, sehr gut. Eine verschwendete Runde. Und tschüss. Keine Erfahrung von mir. This time. Ja. Vielleicht ist der Wind da effektiv. Welches Zeichen ist Wind eigentlich? Ist das das da? Dann ist es nur gegen das Schwarze effektiv, was auch immer das ist. Hm. Was ist denn das Schwarze? Toxic. Gegen Toxic ist Wind effektiv. Hm. Gegen sonst nichts. Das ist ja richtig Schmutz. Toll. Digital ist halt noch heftig. Palina, siehst du, du hast zu viel Zeit gegeben, um ihre Kampfstrategie zu planen. Wir spielen fair, okay? 388 Sonnen. Warte mal. Das war heftig, ey. Direkt wieder die Flasche reinbuttern. Jo. So. Da oben ist ein Teich. Gibt es da ein Item oder was? Ja, zwei sogar. Hm. Wer ist das jetzt, der spricht? Leslie? Schätze mal die Frau. Da kommen sie schon wieder. Ihr habt uns aus dem verdammten Teich vertrieben. Was denn jetzt noch? Können wir nicht wenigstens in Ruhe Sonnenbaden? Hä? Waren wir doch gar nicht. Warte mal, Leslie. Er trägt gar nicht die gleiche Uniform wie... Es wird Zeit, dass wir zurückschlagen. Temtem los, eindringen! Panik, Terror, Angriff. Waren wahrscheinlich hier die Soleto-Atzen unterwegs, wie sie auch mal heißen. Mhm. Ah, Hautschick. Ah ja, perfekt. Ja, dann gehe ich auf Kettenblitz. Klare Sache. Oh, wie? Jetzt ist es auf dich und auf den nur gegangen? Ja. Oder muss ich echt auf den linken gehen, damit das auf... Oh, das ist ja behindert. Richtig behindert.
Boah. Das tötet natürlich nicht so auf den. Aber das wäre vielleicht. Ah, sehr schön, ja. Sehr schön. Perfekt. Der Allergenschwall. Aua. Nessla, okay. Ah, nee, bringt ja nichts. Geh auf den Banabi auf jeden Fall. Ja, dann wechsle ich raus in Ozea. Oder? Ja. Ja, muss ich machen. Ich töte ihn eh nicht mit Ganki. Den Banabi. Dann kann ich auch eine Runde verschwenden. Ui, ja, stimmt. Ja. Ja, ich hätte den eh keinen Schaden gemacht. Mit Ganki. Also ich hätte ihn auf keinen Fall getötet. Ich wäre außerdem eh langsamer gewesen. Dann geh du auf links. Ich bin dumm, ich hab's falsche genommen schon wieder. Egal. Hey, wieso? So. Passt doch. So effektiv. Ist alles gut. Feuer ist aber effektiv gegen mich. Ja, ich bin ja schneller. Trotz Speed runter. Okay. Oh weh, schon wieder rausgeschmissen. Ja. Vielleicht solltest du sie mal reden lassen, Missy. Kollege. Muss los. Bis dann. Ja. Temp-Karte plus. Und Salbe plus. Kriegst du die Sachen jetzt auch, wenn ich die aufhebe? Nee, muss ich selber aufheben. Temp-Karte plus habe ich auch bekommen. 2 Stück. Und Salbe plus 2 Stück. Müssen wir hier? Hier ist wohl das, wo die rausgeschmissen worden sind, ha? Wer ist er denn? Akechi. Akechi. Bewunderst du auch dieses Wunderwerk der Ingenieurskunst? Das Haus mit der Kaskade? Ja, aber wie können die Bewohner da eintreten, wenn es überhaupt Bewohner hat? Vielleicht ist die uralte Kunst des Felsenhüpfens in Omninesien noch nicht ausgestorben. Felsenhüpfen? Ja, für wahr. Eine uralte Transportmethode, die vor vielen Jahrhunderten in Kisiva entwickelt wurde, glaube ich. Aber ich schweife ab und an deiner Kleidung kann ich erkennen, dass du ein Dojo-Bändiger bist. Ein Temtem-Kampf wird mich ablenken und meine Gedanken wieder auf den rechten Pfad rücken. Denkste. Er wird einfach weggemacht. 28, 25. Ich gehe auf rechts. Okay, ich auch. Schade. Aua. Ich mach Allergen. Okay. Aua. Alter, was war das denn? Eine Fähigkeit schon wieder. Weiß ich nicht. Oh, kurz vor 28. Bittere Schmittere. Wir kommen gerade auch nicht zurück zum Heilen, ne? Kann das sein? Weiß weil ich wir gar da nicht. Runtergesprungen sind? Ja, stimmt. Wird uns ja gewarnt, gibt keinen zurück. Bitterschmitter. Naja, ich habe noch andere Tempel dabei. Ich muss dann Double Level up. Gehört? Ja, könnte ich auch machen, aber die sind nicht so stark. Ja, meine auch nicht, aber im Notfall, wenn wir müssen.
Du kennst deine Temtem, so wie ich meine Ingenieurskunst kenne. Ich werde mich jetzt wieder meinen Studien zuwenden. Machen Sie das. So. Ja, dann gucken wir mal, was hier unten abgeht. Oder auch nicht. Hä? Was bist du denn jetzt? Im Wasser. Ach so. Erst da drüben mal. Ist irgendwas auf der anderen Seite, da liegen Klamotten rum. Ist das ein Kerl? Da leuchtet was. Amalani? Weiß ich nicht. Könnt alles sein. Ich seh nicht, wo das ist. Ist das der da unten? Egal, hey du, du trägst keine Belsotto-Uniform. Du hast hier nichts zu suchen. Keine Anfänger, keine Omnis. Ja. Was hast du jetzt genommen? Ballisto, der ist einer von den Bösen auf jeden Fall. Achso, yo, wir sind eine Legion. Wir haben die besten Temtem und keiner kann uns aufhalten. Das ist jetzt unser Teich. Wir brauchen die Uniform, die da hinten liegt. Ja, dann wir aus. Achso, das ist schon wieder getroffen. Lest doch einfach vor. Was tun? Mit coolen Leuten abhängen? Die coolsten Temps auf dem Archipel bekommen? Teil des großartigen Clan Belsotto sein? Ha! Warum sollte ich so etwas nur tun? Hä? Oder ich könnte auf diesem heruntergekommenen Haufen langweiliger Inseln bleiben und Kiwis pflücken und bei Mutti wohnen und bla bla Traditionen und so. Da pfeife ich drauf. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, für dich, Temtem los. Glaube ich weniger. Na, ja, war eine Frau. Na, sieh mal. Okay. Der kann Gift. Der ist effektiv gegen mich. Aber ich bin auch effektiv gegen mich. Ja, ihn. Der wird weggemacht. Instant. Oder auch nicht. Schade. Und er nimmt natürlich Gift. Ach ja. Hast du nichts mehr zum Heilen, oder wie? Ja, aber halt nichts zu beleben, was weg ist, ist weg, ne? Ja, warum hast du dir den dann eben nicht geheilt? Weil ich nicht dran gedacht habe. So. Okay, aber der hat ja Gott sei Dank nur eins. Aber ich glaube, ich habe noch einen Belieber, aber die sind immer so teuer. Hä? Egal. Achso, sorry, ich hab zu schnell geklickt. Ich bin's gewohnt, dass du das immer machst. So, Toni kommt plus. Okay. Rein. Oh, so. Da kommen noch drei Kämpfe. Ja, ich weiß. Was? Noch so ein neugieriger Einwohner? Das ist jetzt unser Teich, du Bauer. Verschwinde. Zieht euch wenigstens Hosen an, Alter. Ich hatte die Aufnahme immer noch pausiert. Von vorhin noch. Echt? Schade, ja. Na, top. Ach ja. Ich gehe auf Kettenblitz. Okay. So, geht's auf Allergenschwall. Sollte die auch wegmachen eigentlich. Okay, nehme ich auf den linken. Na, dann sollte es jetzt fertig sein, gleich. Oh, Alter. Hallo? Darf ich auch nochmal? Das ist wahrscheinlich nicht so schnell, das Vieh. Na, es ist extrem langsam. Oh, Randale, neue Fertigkeit kriege ich. Randale. Ja, aber wenn du sie rasal, können sie das ganze Team verletzen. Oh, das ganze Team? Unser Team? Deren Team? Wessen Team? Egal, ich nehme das mal für Nagen mit. Nagen ist eh für ein Bob ist. Na gut. Feldbebel, wir werden angegriffen. Leute, zieht euch an. Heil mal deinen Giganki. Ja, bin dabei. Soweit?
Ja. Ja. Achso, das ist eine Frau, ne? Soldatin, ah ja. Was kann ich nicht einmal in Ruhe ein Bad auf diesem blöden Insel genießen? Offensichtlich nicht. Ich gehe auf links. Ich mach Kettenblitz einfach. Ich gehe auch auf sein Bad. Weil ich bin auch effektiv gegen den. Ja, macht Sinn. Aber der ist auch effektiv gegen mich. Aber er ist weg. Jetzt ist er weg. Tuwei? Ah, bleib ich doch. Jetzt muss ich rauswechseln, sonst ist mein Spirole gleich weg. Okay. Aber nicht in Seipat gehen. Nein, ich nehme Crystal. Ah ne, das passt nicht mehr. Okay. Schade. Ja. Okay. Verstärkung, Verstärkung. Wo zum unten drunter sind meine Klamotten? Wo zum unten drunter? Was könnte denn davon die Übersetzung sein? Unten drunter? What the hell? Maybe? Unten drunter, hä? Unten drunter, da wo die Hölle ist. Alles was da. Zum unten drunter? Warte mal kurz, ich möchte heilen. Was denn Salbe? Habe ich noch normale Salbe irgendwo? TV, Verstärkungsavocado, was sind denn TV? TV, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, ich habe nur noch diese hier, dann nehmen wir halt das. So. Okay, da kommt noch eine, glaube ich. Sieht aus wie eine, ja. Das ist aber wild. Ja, was soll's hier? Campen? Oh, die müssen ja mit. Oh! Oh, schade, oh. Das ist nur aus Linke gegangen, aus Stärke. Mist. Randale! Oder auch nicht. Okay. Dann kann ich gleich nochmal heilen. Oder auch nicht. Feldwebelin hier. Achso, Entschuldigung. Das ist aber doof. Kann man da escapen? Nee, will ich nicht. Ah, endlich mal ein wenig Urlaub zum Relaxen. Und? Was zum... Wer bist du? Was soll das? Das erinnert mich voll an... An Terminator. Ich brauche deine Kleidung, deine Stiefel und deine Tipkarte. Kann sein, dass es daran angelehnt ist. Ha, glaubst du etwa, ich laufe in meine Unterwäsche weg? Nur weil du das willst? Ja, denke ich. Ich ziehe dich aus. Kleine Maus. Warte mal. Wenigstens habe ich nett gefragt. Das wagst du nicht. Hoppla. Hoppla? Hoppla, das wagst du nicht. Hoppla, ich hab's gewagt. Ugh. Ich geh mal auf Wiplump. Da bin ich nämlich effektiv gegen. Ja. Aua. Oh, es zieht aber viel ab. Mhm. Und ich gar nicht so viel.
Okay. Dann wechsle ich mal raus. Oha. Oh, auf was ich hoffe, ich krieg noch einen Kettenblitz aus. Sonst wird's kritisch. Wechsle ich auf Kristall raus. Ja, na klar. Schade. Ich habe keine Ahnung, ob das effektiv ist. Ich probiere das jetzt aus. Nur ein bisschen. Ist neutral. Ja, also es hat ein bisschen was abgezogen. Okay. Oh, jetzt bin ich weg. Aber doch nicht. Jawohl. Kettenblitz würde ich nicht töten. Dann müssen die jetzt weg sein. Dann gehe ich wieder auf den. Dann macht mir das nichts aus. Ui, okay, das wird Schaden machen. Ey, komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Ach. Als ob der einfriert. Zweimal hintereinander. Ey, ich habe so oft mit Ozeara schon angegriffen, mit Tsunami und mit diesem Eisdingens. Und ich habe es zwei oder dreimal geschafft einzufrieren. Bei irgendwie 30, 40 Kämpfen, die wir vorhin beim Training gemacht haben. Und er macht das zweimal hintereinander mit Tsunami. Mit Tsunami habe ich noch nie eingefroren. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich wusste auch nicht, dass das geht. Oh, und überlebt mit einem Lebenspunkt oder was? Ach, ist doch alles belastend hier, ey. Nee, nix. Weiter. Ich wechsle einmal aus. Könnte mich mal. Die Arschgeigen. Ach man, ich hatte das Allergie-Dings vorbereitet. Geil. Ja. Geh auf Grandpa. Ich geh auch auf Grandpa. Ach so. Punky ist nicht mehr eingefroren. Ja, toll. Oh, der hat hier noch eins. Guck mal, kannst du mal aufhören, hier so Geräusche zu machen? Haben wir nicht gehört. Also bei mir hat man es gehört, was hier ist. Hä, ja, okay. Mikro ist bei mir aber nicht ausgeschlagen. Hä, war das nicht Kampf? Ich war sogar effektiv gewesen. Ja, Gift ist effektiv gegen Wasser und gegen Natur. Das ist, glaube ich, Kampfwind. Das Vieh, was da steht? Mhm. Aber müsste ich trotzdem Schaden machen. Egal. Jawohl. Ah, Rückzug, Rückzug. Dumme Nuss. Also, Rückzug, wir vermehren uns am Riesenbahn ja neu. Gut, so lasst eure Klamotten hier und flieht. Da. Du hast Belsotto Schergenuniform bekommen. Geil, das sieht ja richtig cool aus. Darf ich die anbehalten? Eine Belsotto Uniform? Ich frage mich, ob das reicht, um Carlos zu helfen, den Riesenbanyan zu infiltrieren. Ich sollte zu ihm zurückkehren. Okay, dann machen wir das. Ich will das anziehen. Aber erst beim nächsten Mal. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir das anziehen können. No. Ich will das. Also in der Vorschau sah das gerade echt cool aus. Kann man denn paven? Warte mal, da. Anpassen.
Oben? Nee, kann man nicht. Mano. Set, doch. Set ausrüsten. Bei Set ist das. Bei, wo ist Set? Ich erscherge. Wo komme ich da hin? Bei Escape und dann? Das zweite. Da und dann anpassen. Dann Set. Wo ist Set? Moment nochmal. Anpassen. Und dann Set. Ausrüsten. Geil. Ich finde, das sieht cool aus. Ja, besser als die Standardsachen, die wir haben. Jo, auf jeden Fall. Sind wir richtig schergen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.